Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus. Wir sind am Start mit der 19. Episode. Heute geht es weiter und zwar im März. Das heißt, wir sind schon relativ nah am Ende der Saison angekommen und wir wollen heute weiterhin dafür sorgen, dass wir im Meisterschaftsrennen aktiv bleiben. Leider Gottes gegen den schwersten Gegner, den es so gibt, und zwar gegen den FC Bayern München. Wenn euch das gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich tierisch über freuen. Videobeschreibung haben wir Links zu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, die sehr günstig sind momentan mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu selbstverständlich zu meinem Merchandise, unter anderem hier der MGT-Pullover oder die ganzen anderen Sachen, Hashtag herrlich zum Beispiel. Und zu meinen Social Media Links könnt ihr auch gerne mal, ja, vorbeigucken. Oder bei meinen Social Media Links könnt ihr gerne vorbeigucken. So, alles klar, wir gucken einmal kurz auf den Kalender. Wir spielen gegen Bayern und danach ist erstmal Pause, ich weiß nicht, was für eine Pause, Länderspiel, Pokal, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht es dann weiter gegen Frankfurt, das werden wir simulieren und danach die Episode geht es weiter gegen Hertha, wird auf jeden Fall ein vollgepackter April, wie wir ja schon sehen können, aber momentan sind wir noch im März und deswegen konzentrieren wir uns jetzt volle Kanne auf das Spiel gegen Bayern, die momentan dabei hinter uns stehen und dementsprechend unglaublich motiviert sein werden, das zu ändern. Ich bin sehr gespannt, wie sie das schaffen werden. Unsere Form ist sehr, sehr gut. Wir haben das letzte Spiel gewonnen und heute wollen wir so weitermachen. Ich weiß nur noch nicht, wen ich dafür einsetzen möchte. Philipp möchte ich eigentlich nicht im Sturm spielen lassen. Ich möchte allerdings auch eigentlich nicht Philipp auf Außen spielen lassen. Die Frage ist nur, wen dann? Bei Raphael ist das so ein bisschen schwierig. Ich möchte halt auch nicht Raphael in den Sturm stellen. Amiri könnte auf links spielen, aber dann bin ich fast schon eher aufgrund seines Tempos doch für den Kollegen Philipp. Dominguez lassen wir auf der Bank. Hofmann lassen wir auf der Bank. Juf ist weiterhin verletzt. Ich würde sagen, wir lassen es einfach so, oder? Hat ja letztens funktioniert. Never change a winning team. Auch wenn wir, glaube ich, einen Change vorgenommen haben damit. Ich weiß nicht, ob Philipp gespielt hat. Aber er bekommt wieder seine Chance. Er ist der einzige im Team, der nicht in guter Form ist. Ich bin gespannt, wie sie das auswirken wird. Er hat natürlich auf seiner Seite auch einen starken Philipp Lahm gegen sich. Höchstwahrscheinlich, je nachdem, wie sie spielen werden. Aber wir hoffen einfach mal, dass es nicht zu schlimm wird. Bedecktes Welcher, Fabian Johnson und Arturo Vidal haben sie da gerade schon gegenüber gestanden. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier ablaufen wird. Ja, Freistöße Silber. Ich hasse diese Freistöße in diesem Spiel. Das war auch viel zu doll. Wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich kann sie auch einfach schlicht und ergreifend nicht. Ja, sieht man hier. Also das ist wirklich ganz, ganz... Den machen wir jetzt noch. Komm, einen müssen wir reinmachen. Oh, das ist ja miserabel. Dann halt nicht, gegen Neuer ist ja sowieso schon schwer genug so zu treffen, deswegen konzentrieren wir uns darauf, im Borussia-Park das Ganze zu machen. Heimspiel ist vielleicht gegen Bayern nochmal ein bisschen die Chance, erfolgreicher zu sein als in der Allianz Arena, wobei Gladbach ja zuletzt eigentlich ganz gut immer gegen Bayern ausgesehen hat, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich kann mich leider Gottes nicht mehr ans Hinspiel hier im Karrieremodus erinnern, aber ich glaube, das war eine ärgerliche Geschichte, hatten wir in der Hinrunde öfter mal. Und ja, wir wollen daran anknüpfen, was wir die letzten Saisons in Realität gemacht haben, beziehungsweise die Gladbacher. Und zwar meistens die Bayern zu ärgern, aber wir sehen hier schon, die unterschätzen uns auf keinen Fall. Hummels, Boateng, Martinez, Bernat, Lahm, aber kein Neuer. Das ist ein bisschen überraschend. Marco Arnautovic spielt wieder vorne drin, profitiert da in gewisser Weise, also er würde sowieso spielen, aber er spielt als Stürmer, weil Juff verletzt ist. Sein ehemaliger Teamkollege von Stoke, Heimo Wasserschneider, der Schiedsrichter. Und dann springen wir rein in diese Partie. Ribéry, Robben, Lewandowski, Xabi Alonso, Vidal, Martinez, Boateng, Hummels, Bernat, Lahm. Das ist schon eine ganz, ganz starke Riege da. Und von daher müssen wir mal schauen, wie wir damit klarkommen werden. Und das sieht hier gerade schon mal nicht so gut aus. Javi Martinez, Robben und Zieler ist da. Normalerweise gar nicht Robbens Position mit dem rechten Fuß, aber anscheinend ist das hier egal. Die Ecke von Xabi Alonso. Normalerweise würde er wohl eher im Rückraum stehen und darauf warten, dass er den Ball mit einem Dropkick reinzimmern kann. Aber jetzt haben wir direkt mal die erste Kontersituation über Juri Thielemans und Maxi Philipp. Der müsste schneller sein als Philipp Lahm. Sein in gewisser Weise Namensvetter. Und dann ja, kriegt er die Flanke nicht geschlagen. Erster guter Ansatz. Wir werden allgemein auf Konter spielen. Das soll ich noch einstellen. Denn wir werden die Bayern kommen lassen. Warum sollten wir das Spiel machen, auch wenn es Legende ist? Gut, vielleicht sind wir dazu gezwungen, weil es halt FIFA, aber oh Gottes Willen. Aber wir werden sehen. Lahm schon mit dem zweiten unkontrollierten Pass. Normalerweise schlägt er die auch kontrolliert raus. Das war stark von Lewandowski mit zurückgearbeitet. So, aber nicht unterschätzen, wenn die Bayern nicht das Spiel machen sollten. Denn selbst dann können die auch kontern. Das weiß man nur zu gut aus Spielen. Es ist schwer, ein Beispiel zu finden in der jüngeren Vergangenheit, aber das weiß man. Haben schnelle Spieler.
und haben vor allem auch einfach die Qualität dafür. So, aber das sieht gerade wieder gut für uns aus mit Moda Hut. Und jetzt, ja, Boateng war dann noch rechtzeitig gelaufen, um Arnautovic aufzuhalten, beziehungsweise hat sich gut gestellt. Wieder Arnautovic. Oh, das ist eine geniale Grätsche von Boateng. Da sehen wir gar kein Land. Ah, Bernat. Das war ein bisschen unsicher mit Ribéry da, aber sie bleiben am Ball. Oh, und Ribéry setzt sich spielend leicht gegen André Hahn durch. Bernat setzt sich spielend leicht gegen den nächsten durch. Jetzt ist Maxi Philipp mit zurückgeeilt auf seiner eigentlich nicht angestammten Seite. Aber er macht's gut gegen Bernat. Und die Bayern bekommen den Einwurf auf Lewandowski. Da muss Vestergaard natürlich sein. Der verhindert immerhin, dass er aufs Tor zieht. Und wir können uns am besten spielerisch befreien. André Hahn. An sich schneller als Bernat, aber ich gehe da lieber auf Einwurf. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben und jetzt eventuell gleich Hahn schicken können. Zack, jetzt hat er erstmal ein bisschen Platz, das ist sehr, sehr gut. Wir haben angesprochen, Arnautovic ist groß genug, nur kann er den Ball auch ins Tor bringen? Kann er nicht. Ich weiß nicht, was da das Problem war, die Flanke sah eigentlich nicht so schlecht aus von André Hahn. A.k.a. André Hahn, wie ihn Fritz von Ton und Taxis immer aussprechen würde. So, Fabian Johnson wieder auf Hahn. Und wieder auf Marco Arnautovic. Da ist Hummels, da ist Johnson, da ist Maxi Philipp. Und da ist Juri Thielemans im 16er gegen Philipp Lahm, der natürlich nicht grätschen wird. Dafür ist er zu gut. Die Flanke und Tom Starke, der tatsächlich spielt hier, ist da und hält diesen Ball. Warum auch immer Tom Starke spielt. Da muss sich Neuer wohl beim Warmmachen verletzt haben. Anders kann man sich das nicht erklären. Normalerweise in so einem wichtigen Spitzenspiel würde ein Tom Starke wohl nicht auf Einsatzzeit kommen. Wieder André Hahn macht das bisher in dieser Phase sehr, sehr gut. Geht auch sehr schnell vorbei. Aha, der sollte nicht auf Stindl. Stindl! Und Arnautovic und Hahn. Hahn? Nee, Starke. Also, das ist bisher sehr gut von eben André Hahn. Das ist eine ganz andere Geschichte. Warte mal, wir werden mal den Empfänger auswählen. Wir gehen hier hin. So. Vestergaard ausführen. Und da ist Vestergaard. Das Ding kommt nicht an. Stindl nochmal rein. Dahoud kommt nicht ran. Nochmal Stindl. Und dann ist Boateng dazwischen. Aber wir setzen Bayern gut unter Druck in dieser Mittelphase, sage ich mal, der Partie. Noch keine zu gefährliche Aktion von uns, aber... Oh, das könnte jetzt vielleicht passieren. Über Stindl kein Foul, aber eine Ecke wahrscheinlich. Ja. So, wie machen wir es jetzt? Jetzt bringen wir einfach mal rein auf Maxi Philipp gegen Martinez. Beziehungsweise da ist Vestergaard und es war Hahn im Endeffekt mit dem Kopfball, aber Tom Stark ist wieder da. Das war die erste richtige Gelegenheit, die wir jetzt mal hatten. Per Schuss. Na, mal abgesehen von der von Stindl, die hatten wir ja schon, muss man ja sagen. Hatte ich jetzt gerade irgendwie auf dem Schirm. André Hahn. Auf Arnautovic, aber Hummels. Wir spielen gegen vielleicht die beste Innenverteidigung der Welt. Nein, wir spielen nicht gegen die beste Innenverteidigung der Welt. Wir spielen gegen eine der besten, vielleicht die zweitbeste Innenverteidigung der Welt. Die beste besteht aus Basali, Bonucci und Chiellini. Da lasse ich auch absolut nichts gegen kommen. Besser als Ramos. Besser als Ramos und Pepe sind Boateng und Hummels wohl, aber nicht besser als Chiellini. Basali und Bonucci. So, wieder André Hahn. Und er sollte normalerweise auch schneller sein als Hummels, auch wenn Hummels dann natürlich den Stellungsspielvorteil hat. Ah, das war schwach eigentlich gemacht. Jetzt die Mitte komplett frei. Warum geht er denn so? Also die Flanke war scheiße, aber warum geht Arnautovic da auch so extrem weit ins Tor rein? Wäre einfach ein bisschen weiter hinten geblieben. Aber momentan sieht das sehr, sehr gut aus. Bayern kriegt nichts nach vorne hin zustande. Wir setzen sie früh unter Druck. Und haben theoretisch auch die Räume für Chancen. Dürfen uns aber jetzt natürlich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Das ist Bernat, denn Bayern kann immer zuschlagen. Franck Ribéry, aber wieder gut dazwischen von Dahoud. Und jetzt mal Arnautovic auf die Reise geschickt mit dem Berbas. Bin... Das war suboptimal. Halbzeit im Borussia Park. Schauen wir mal auf die Statistiken momentan, wie es aussieht. Ballbesitz für Bayern 58%, das ist nicht überraschend, aber deutlich mehr Ballbesitz, 22 bzw. 44% des Ballbesitzes in Bayerns Spielhälfte. Das sieht sehr gut aus, nicht nur in der Spielhälfte, sondern, oh scheiße, sondern sogar im Bayerns letzten Drittel. Von daher
bisher eine sehr ordentliche Vorstellung. Haben bis auf den Schuss von Robben in der Anfangsphase auch nichts weiter zugelassen und wieder eine gute Ballerung von Maxi Philipp. Der ist schneller als Philipp Lahm und der ist auch schneller als Hummels. Und das sieht man hier, aber Hummels mit einer genialen Grätsche ist da irgendwie Donner dazwischen gekommen. Mitstellungsspiel. Marko Arnautovic, der kann auch flanken, aber da war auch kein kopfballstarker Spieler in der Mitte. Ja, nee, wechseln ist noch zu früh. Wird aber früher oder später passieren. Auch wenn es nicht zwingend Marko Arnautovic treffen wird. Eigentlich nicht. Auf keinen Fall Marko Arnautovic treffen wird. Wieder stark dazwischen von Mo Dahoud. Philipp mit Arnautovic. Oh, schön gemacht. Und jetzt ist Philipp im 16er. Maxi Philipp, Tom Starke. Wir legen nochmal ab mit Stindl. Nee, legen wir nicht. Aber da ist Johnson. Auf Dahoud, auf Philipp, auf Arnautovic. Der versucht mit rechts, warum auch immer. Ah, Bayern ist unter Druck. Bayern ist in einer richtig schweren Phase gerade. Die müssen gerade ordentlich standhalten. Oh, Philipp. Ah, kriegen wir noch. Jetzt muss Teuern sich den Ball wieder auf rechts legen. Macht da gut. Die Flanke war aber richtig beschissen. Und jetzt nutzen wir die Gelegenheit mal zum Wechseln. 57 Minuten. Und Juri Thielemans wird den Platz verlassen. Ist der ausgelaugteste. Amiri kommt rein. Amiri soll ein bisschen mehr nach vorne nochmal bewegen. Nochmal vielleicht ein bisschen mehr Spritzigkeit reinbringen. Normalerweise könnte man Stindl auch eine Position nach hinten spielen, aber der hat ja bei 96 auch 6er gespielt. Aber der ist mittlerweile wohl so gewöhnt bei Gladbach an die 10er-Rolle, dass er das zumindest in seinen Fähigkeiten bzw. in seinen angestammten Positionen nicht mehr kann. Zack. André Hahn. Mit Amiri haben wir auch eine gewisse Kopfballgefahr. Das Spiel habt ihr ja leider Gottes nicht gesehen im Pokal. Gegen Nürnberg wegen einer beschädigten Datei. Aber da hat Amiri ein Kopfballtor gemacht. Und hier geht er gut dazwischen gegen Vidal, der sich aber durchsetzt. Vidal für mich übrigens in Realität ein Anwärter für den Ballon d'Or. Also für das Team des Jahres, nicht für den Ballon d'Or. Das wird sich wieder zwischen drei Spielern ausmachen, wie immer. PR-Gag halt. Gut, das macht sich immer zwischen drei Spielern aus. Aber das ist eine andere Geschichte. Zieler auf Amiri. So, Ballkontrolle on point. Passgenauigkeit absolut gar nicht. Und jetzt Bayern bloß nicht reinkommen lassen, aber Dahoud ist wieder gut dazwischen. Stindl ist natürlich nicht schneller als Vidal, aber Maxi Philipp macht das an sich sehr gut. War jetzt nur keine Gelegenheit, einen Pass zu spielen. Das ist ein Foul, das gibt einen Freistoß. Verratti, der das voll begangen hat, der Neuzugang. Bayern wechselt nochmal, Ribéry ist rausgegangen. Die Frage, die Sache ist, wir versuchen es. Es wird nur nicht funktionieren, das ist das Problem. Ich kann das nämlich nicht, guckt euch das an, das ist doch scheiße. Wieso klappt das in dieser Übung, wenn das hier im Spiel überhaupt nicht klappt? Die Übungen sind allgemein lächerlich, auch was Freistöße allgemein angeht. Das ist viel einfacher in der Übung, Freistöße zu schießen, als im Spiel wirklich. Aber gut, Coman ist jetzt drin, das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Tempo auf der Seite, wo Johnson steht. Aber Johnson hat ja an sich die Körner, um das aufzuhalten. Arjen Robben, von dem haben wir bisher abgesehen, von dem einen Rechtsschuss noch gar nichts gesehen. Allerdings auch von der gesamten Bayern-Offensive. Hätte ich nicht zu laut sagen sollen. Philipp Lahm, Vestergaard, Zieler ist da. Okay, kein Problem. Abwurf, Dahoud und da haben wir Stindl. Und jetzt ist links Philipp komplett offen. Schön in die Mitte gezogen. Schön den Pass auf Arnautovic gespielt. Aber Verratti ist da. Setzt sie nicht durch gegen Marko Arnautovic. Und Tom Starke ist da. Hätten wir mal die Grätsche angenommen, dann wäre es Elfmeter gewesen. Philipp nochmal auf Arnautovic. Zurück auf Mo Dahoud. Nochmal auf Marko Arnautovic. Der hat einen richtig guten Schuss. Und Tom Starke ist da. Das war die dicke Gelegenheit, aber Starke hält das Ding. Stindl raus, Schulze rein, Hahn raus, Bailey rein. Ich möchte Arnautovic nicht auswechseln, der ist mir gerade zu gefährlich. Vielleicht auch jetzt gerade seine Minuten, auch wenn er ausgelaugt ist. In meinen Augen Arnautovic in der Schlussphase immer nochmal ein wichtiger Aspekt. Kingsley Coman, Lewandowski. Sie spielen die Konter. Ich hab's gesagt und sie machen es. Keiner in der Mitte bei Lewandowski, Flugaufball. Eine Chance und das Tor. Absolut nicht verdient, aber das kann man in der Situation auch leider Gottes nicht verteidigen. Das war gut gemacht. Vielleicht hätte man es verteidigen können. Ich muss mir die Szene nach dem Spiel nochmal angucken. Ah, es ist natürlich extrem bitter jetzt in der Situation. Wir waren so kurz davor hier den Führungstreffer zu erzielen und jetzt kommt Bayern und macht uns das Ganze wieder zunichte. Schulze im 16er kann den Ball nicht richtig unter Kontrolle bringen.
Beziehungsweise wurde da auch gut gestört von Joshua Kimmich, gar keine Frage. Oh, Robben, nicht im Abseits, nicht im Abseits. Toljan geht da hinterher. Hätten wir vielleicht auf 0-0 spielen sollen. Boateng mit vorne. Legt ab auf Coman. Warum ist Boateng mit vorne? Bayern steht hinten immer noch, obwohl sie nur 1-0 führen. Oh, Zieler, Weltklasse. Obwohl sie 1-0 führen, sie hoffen, das ist jetzt eventuell unsere Chance, wenn Philipp seinen Arsch bewegt. Macht er jetzt. Arnautovic, scheiß Pass von Philipp. Arnautovic holt sie das Ding wieder. So, und gerade ein Bailey. Leon Bailey. Leon. Ah, der Pass von Schulze kommt nicht durch. Leon Bailey hat das Tempo. Der kann nochmal richtig ärgern. Vestergaard, schönes Tackling. Und da Hut. Und alles nach vorne. Und jetzt der Pass auf Bailey. Und Bailey hat ein bisschen Platz. Bailey hat Platz. Bailey. Mitte. Nein! Arnautovic. Ich fass es nicht. Warum hat Schulze. Ich weiß nicht, was Schulze da gemacht hat, aber ich hätte abziehen sollen. Zieler mit vorne, die Ecke. Arnautovic. Da ist der Kopfball. Nochmal Marco Arnautovic. Die Flanke. Und Tom Starke ist da. Nochmal Ecke. Nochmal in die Mitte. Johnson. Noch nicht weg das Ding. Vestergaard. Noch immer nicht weg. Kimmich und Abpfiff. Eine ganz, ganz unglückliche und unverdiente Niederlage gegen die Duselbauern. Bayern. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Da war ich ein bisschen aus Emotionen raus. Ja, Zieler hat das Ding von Robben noch gut gehalten, aber das von Lewandowski konnte er nicht verhindern. Eine ganz, ganz bittere Pille. Absolut nicht verdient. So wird es nichts mit der Meisterschaft. Aber wir müssen uns auf jeden Fall nochmal die Fehler da angucken in dem Spiel. Natürlich, dass wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Gar keine Frage. Ich weiß aber auch nicht, wie Tom Starke die Dinger halten konnte. Ach. Da kann man kaum was anderes machen. Das war nicht Arnautovics Fehler. Und hier war einfach, da hat man es gerade schon gesehen. Wir stehen offen und ich rücke mit Johnson raus, will das Tackling machen, aber das Tackling kommt zu spät, wie man hier sieht. Hier kommt es jetzt. Und dadurch kann er nicht mehr mit Coman mithalten. Coman ist schneller als Vestergaard, die Flanke ist gut und Lewandowski ist perfekt gelaufen. Schwer zu verteidigen. Die Parade von Tom Starke bei dem Kopfball von André Hahn. Sehen wir leider nicht die Szene, die davor passiert ist, die ich mir gerne nochmal angeguckt hätte. Hätte ich querlegen müssen, hätte ich selber schießen sollen mit Bailey, ich weiß es nicht. Ich habe quergelegt, ich wollte das Tor für Schulze, beziehungsweise wollte auf Nummer sicher gehen. Aber wir wissen es alle, Max kann sowieso nicht sweaten und hätte es dementsprechend auch da nicht machen sollen. Aber gut, somit verlieren wir ansonsten die Ergebnisse. Leipzig gewinnt gegen Bremen, Dortmund gegen Ingolstadt. Mamdjouf kann wieder am Training teilnehmen, das ist schön auf jeden Fall für die nächsten Episoden und nächsten Spiele. Wir sind momentan das schwächste Team, 6 Punkte Vorsprung auf die Euroleague, 3 Punkte Rückstand auf Platz 1. Es sieht noch human aus, es sieht noch machbar aus, gar keine Frage. Nur müssen wir jetzt ranklotzen, wenn wir Meister werden wollen, ich glaube nicht dran, aber das ist auch nicht unser erklärtes Ziel. Stindl vergisst das Tore schießen, das ist eigentlich Quatsch. Ja, Jugendscout-Bericht verfügbar. Nein, aber der... Lass ich mal weiter beobachten. Der Rest hier, den kannst du vergessen. Vor allem, was will ich mit einem, der mit 17 ein 35er Rating hat? Also, beim besten Willen, das ist... Der hat gutes Potenzial, aber der hat mit 16... 55. Das ist leider zu wenig. Bei Rot warte ich nochmal ein bisschen ab, weil der hat ein bisschen mehr, aber auch nicht so viel. Nationaltrainer-Offerte lehnen wir ab. Und dann war es das von dieser Episode. Leider kein Sieg. Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen und konntet euch unterhalten. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für diese Episode. Checkt die Links in der Beschreibung. Und ja, schreibt mal rein. Hättet ihr quergelegt oder hättet ihr es alleine versucht? Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.